Yo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Brickforce. Ich bin immer noch in derselben Runde, nur ein paar Sekunden später. Hat sich ein bisschen was getan. Jetzt steht 26 zu 15. Und ja, ich habe euch ja letztes Mal ein bisschen so die Grundlagen des Spiels erklärt. Gezeigt, welche Waffen man so hat. Mist. Auf diesem Umschaltscreen da unter Ping sieht man die Verbindung. Grün ist natürlich gut, gelb ist okay und ab roten Ping, also bei roten Ping laggt man auf jeden Fall schon ziemlich krass und das ist natürlich doof, weil man dann ja nicht wirklich gekillt werden kann, ja. Das ist ein bisschen doof. Uah. Weil man eben immer so vor den Typen weglägt. Also sie sehen nicht, wo du schon bist, also können sie dir keinen wirklichen Schaden machen. Ich habe jetzt hier einen Trick gemacht, das nennt sich Pre-Shooten, also schon shooten, bevor man um die Ecke geht, schon schießen. Ich bin jetzt hier gerade erster Platz in meinem Team, aber wir liegen ganz eindeutig hinten und das muss sich noch ändern. Es kann so nicht weitergehen, ja, dass wir hier dann am Ende sogar noch verlieren. Ja, das wäre echt scheiße. Also werfe ich mal eine Granate dahinter. Boah, ich lag aber auch ein bisschen, also ich spiele hier gerade mit ja, 15 bis 20 Frames nur, weil ich eben noch aufnehme nebenbei. Angeblich hackt hier irgendeiner. Neulich habe ich wirklich einen Hacker gesehen, der ist rumgeflogen, zusammen mit seinem Kumpel über die ganze Map geflogen und etliche Granaten hatte der. Das war ein bisschen kacke. So. Ja, wer hackt? Das würde ich auch gerne mal wissen. Wer hackt? Denn wer hackt, wird von mir sofort gemeldet. Denn sowas kann ich überhaupt nicht haben. Es gibt verschiedene Schusstechniken. Das kennt aber jeder, der einen Shooter spielt. Also entweder man hält einfach drauf. Das mache ich, wenn gerade Nahkampf ist, dann halt ich einfach drauf. Dann ist mir das ganz egal, ob ich da jeden Schuss treffe. Also jetzt habe ich jetzt einfach drauf gehalten. Aber zum Beispiel jetzt aus der Distanz, dann schießt man immer, also drückt man immer nur einmal drauf. Hier kann man wieder gedrückt halten. Da fliegen Granaten, das heißt, da hat sich einer verraten wollen. Der hat eine ziemlich gute Waffe. Ja. Es gibt verschiedene Arten von Hauptwaffen, also es gibt die leichten Waffen, es gibt die Medium-Waffen, es gibt die schweren Waffen und es gibt eben die weitreichenden. Die weitreichenden sind eben die Sniper. Ich spiele gerade mit einer leichten Waffe, wie im letzten Video bereits erwähnt. Es gibt ein Pick-and-Win-System, also sowas wie eine Lotterie. Da kann man teilnehmen, wenn man jeden Tag seine Mission macht, kriegt man eine Münze. Rechts oben sieht man übrigens die Mission. Dann kriegt man eine Münze und mit einer Münze kann man dann eben in dieser Lotterie mitmachen. Na gut, Doppelkill. In der Lotterie gibt es eben ganz normale Gewinne, aber auch besondere Gewinne, wie zum Beispiel eine Ausrüstung, die man sonst nicht kriegen kann. Ich habe in der Lotterie noch nie einen besonderen Gewinn gekriegt. Also hier heißen die dann Sterne. Ja. Neulich konnte man diese besonderen Gewinne sich auch kaufen für einen Tag. Oh, da kam einer von unten, den habe ich nicht gesehen. Wie die Leute die ganze Zeit rumflamen.
weil irgendeiner angeblich hackt. Aber hier hackt keiner, das kann ich bestätigen. Hier hackt keiner. Es sind nur zwei, die richtig krass laggen. Ich werde auch oft als Hacker bezeichnet, weil ich vielleicht ein flawless Gameplay habe oder sowas. Denken die Leute gleich, oh, man hackt, weil man gerade so gut spielt. Weil es ist ja nicht normal, dass einer. Runtergefallen. ja, es ist nämlich nicht normal, dass es Leute gibt, die gut spielen, ist ja klar. Also. Nimm 5, wer hackt dich, bann ihn. Ich glaube ehrlich gesagt, dass niemand hackt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass niemand hackt. Weil die Hacker, die fliegen meistens rum. Es gibt natürlich unzählige Hacks. Gibt es ja für jedes Spiel, zum Beispiel, wo man unglaublich viele Punkte kriegen kann. Aber ich finde ehrlich gesagt, sollte hier Nimm 5 gebannt werden. Denn der beleidigt hier die ganze Zeit Leute. Und also wenn ich Raumleiter wäre, dann würde ich ihn bannen nach der Runde. Los. Konkret. Aber im Raum. Im Team. So. Zurück. Und ich gehe jetzt mal hier aus der Runde raus. So. Hier ist eine Serverliste. Gibt jede Menge verschiedene Server. Hier sind die Anfängerserver. Hier sind die normalen Server. Dann kann man hier bauen auf denen, kann man eigene Maps erstellen und unten kann man eben mit seinem Clan, also mit seinem, ja, mit seiner Gruppe gegen einen anderen Clan spielen. Hier seht ihr mal mein Profil. Ich bin im Clan No Pain. Ich bin auch der Clanleiter, weil der alte Clanleiter gegangen ist oder so, keine Ahnung. Ich werde aber auch einen neuen Clan gründen. Mein Rang ist Stabsfeldwebel 2. Hab ca. 9% Erfahrungspunkte fürs nächste Level und für den nächsten Rang. Ja. Waffenberichte. 91% der Zeit benutze ich die Hauptwaffe, 4% die Secondary, 1% die Nahkampfwaffe und 4% spezielle Waffen. Das heißt, Granaten, das heißt, ich benutze Granaten genauso oft wie Secondary. Dann zeige ich mal meine Items. Hier Waffen. Hauptwaffen. Medium habe ich die Cyclone 16 für 7 Tage, die Hurricane 4, das ist die BR4. Thunder 47, AK 47. Tornado 44, die ist nicht gut. Und die Typhoon 8, die ist auch gut. Schwere Waffen habe ich keine mehr, die sind alle drei schon abgelaufen. Leichte Waffen, das ist die Startwaffe, die kann nichts. Die Locust 5, die ist auch ziemlich gut. Die Spider, das ist die, die ich auch die ganze Zeit schon ausgerüstet habe. Dann die Scarab 4.16 und die Wasp 25, die. Naja. Nein, nein. Und Sniper habe ich auch keine, sind alle schon abgelaufen. Secondaries habe ich eben die Piranha. Das ist die Anfangswaffe. Die Harrier ist auch gut und die Hawk ist auch ganz okay. Harrier ist nicht so gut. Nahkampfwaffe habe ich diesen komischen Stab für einen Tag. Habe ich noch nicht benutzt. Den blauen Spielzeug haben wir den roten. Den Schraubenschlüssel. Und Granaten habe ich zurzeit die Big Bang 400. Das sind die Anfangsgranaten und das sind Rauchgranaten. Ja. Dann hier, ich habe plus 24% Force-Punkte, plus 19% XP, 5% Glück. Ich habe 56 Rüstung und dann eben noch jede Menge so Buffs, nenne ich jetzt mal. Meine Aktionsleiste benutze ich. Was benutze ich denn da? Benutze ich Heiltränke. Sind die hier 30er Heiltränke? Dann benutze ich Autoheilen, das heilt einmal pro Runde automatisch. Dann benutze ich hier Autonachladen, das lädt automatisch nach die Waffe. Und dann habe ich bis jetzt die Warpies benutzt, da läuft man schneller. Aber. Ja, da habe ich jetzt keine mehr und ich will mir jetzt keine kaufen, deswegen benutze ich jetzt was anderes stattdessen. Und zwar Boomer Nachschub. Dann habe ich noch mehr Granaten. Hier, das sind die täglichen Missionen. Eine von den drei habe ich. Für eine kriegt man 100 Force-Punkte. Für zwei kriegt man 300. Und eben für alle drei Missionen kriegt man ein.
Ja, dann gibt es hier die tägliche Miss die Speak and Win. Kann man sich irgendein Board aussuchen, wo eben die höchste Chance ist. Das ist das hier. Beginnen. Und wenn ich jetzt Coins hätte, könnte ich jetzt da drauf setzen. Oder hier drauf, oder hier drauf, oder auf irgendeines der Felder. Und dann könnte ich das Feld ja eben öffnen und schauen, was dahinter ist. So, dann habe ich hier die Freundesliste, die zeige ich jetzt nicht. Mein Clan, oder Clan insgesamt, hier ist die Clanliste. Mein Clan, Rekorde, Verwaltung. Einstellungen gibt es noch, also die Grafikqualität, Ton, Tastenbelegung, Maus, Standort, Verschiedenes. Dann sehe ich hier, wer online ist. Das hier ist der Laden. Kann ich mir Waffen kaufen, Outfits, Zubehör. Das sind Köpfe. Ja, hier so Upgrades, da könnte ich mir jetzt hier Warpies kaufen, damit kann man ja schneller laufen. Aber das ist eigentlich ziemlich unnötig. Kaufen mir jetzt mal keine. Dann Werkzeugkiste gibt's so Zeug, wenn man ja, wenn man eine Map baut. Hier gibt's Steine, damit kann man seine Outfits verbessern. Das sind verschiedene Sets. Ich überlege, ob ich mir das kaufen soll. Das ist ziemlich cool. Nee, kaufe ich mir nicht. Und verschiedenes, das sind hier eben solche Pick-and-Win-Coins. Sonderangebote gibt es zurzeit hier 30 Elite-Equipment-Steine für 27 Tokens und 40 Waffensteine für 26 Tokens und 10 Auflade für 25. Ja, also Coins. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.